Seit der Jahrtausendwende sind ja die Ganztagsschulen massiv ausgebaut worden mit großem Mitteleinsatz. Und darin ist sicherlich auch so ein Heilmittel gegen die Überwindung von Missständen im Schulsystem und im Bildungswesen gesehen worden. Und alles, was den Bereich künstlerische Bildung, ästhetische Bildung angeht, ist ja doch relativ spät dazu gekommen, dass das überhaupt so in den Fokus geraten ist. Die MUKUS-Studie, also zur musischer und kultureller Bildung in der Schule, ist 2007 erst angefangen. Und das Ende dieser Studie liegt nun auch schon wieder 3 Jahre zurück. Wenn wir jetzt heute zurückgucken, was der Stellenwert dieser Studie ist, was denkt ihr dazu? Und zwar, wenn ich sage Stellenwert, sowohl im Hinblick auf Entwicklung der Praxis, als auch für die Wissenschaft, als auch vielleicht im Sinne von Steuerungswissen für die Politik, die Bildungspolitik. Ja, also wissenschaftlich kann man ja ganz klar sagen, dass es bis zu dem Zeitpunkt der MUKUS-Studie gab es keine Bestandsaufnahme, geschweige denn eine systematische Erfassung überhaupt der musisch-kulturellen Praxen an Ganztagsschulen. Also was für Angebote, was für Aktivitäten gibt es dort, die jetzt nicht Musikunterricht, also nicht den klassischen Musikunterricht betreffen. Und die STEEG-Studie, die ja der MUKUS-Studie vorausgeht, eine viel größere Studie ist, die hat halt keinen Schwerpunkt auf bestimmte Aktivitäten, Angebote gelegt, sondern hat erstmal untersucht, wie überhaupt diese Entwicklung der Ganztagsschule vorangeht. Und genau, und die MUKUS-Studie blickt ja jetzt ganz genau auf diese Angebote im Bereich Musik, Kunst und darstellendes Spiel. Und ich denke, das ist der Mehrwert, dass überhaupt erstmal versucht wurde, eine gewisse Bestandsaufnahme zu leisten. Und natürlich war es auch ziemlich schwierig, überhaupt erstmal Schulen zu finden in verschiedenen Bundesländern, für die Musik, Kunst und darstellendes Spiel, für die das überhaupt auch einen Stellenwert hat. Also man muss ja auch sagen, es gibt immer noch Schulen, die legen den Fokus mehr auf der klassischen Bildung von ihren Schülern und sagen irgendwie, die Kinder brauchen vielleicht Musik, Kunst und darstellendes Spiel nicht, weil sie brauchen Kompetenzen für den Berufsalltag später. Also sprich für Mathematik, Fremdsprachen, naturwissenschaftliche Bildung, all das, wo in der PISA-Studie ja auch gesagt worden ist, da sind deutsche Schüler besonders weit zurück im internationalen Vergleich. Genau. Und das hat es für die Studie jetzt nicht einfacher gemacht, weil einfach das, was es gibt, so vielfältig ist. Das haben wir immer wieder gesehen, irgendwie, dass man eigentlich ja gar nicht vergleichen kann, die Schulen machen das und die Schulen machen das, sondern jede Schule hat ihr eigenes Profil. Und eine Befragung der Schulen stellte sich ja auch nicht immer leicht heraus. Zum einen war die Teilnahme teilweise beschränkt, weil die Schulen wollten einfach nicht an einer Befragung teilnehmen zu diesem Thema. Aber auch die Befragung mithilfe von Fragebögen war auch nicht immer ganz einfach, um wirklich alles abzudecken, alles in diesen Fragebogen hineinzunehmen, was überhaupt möglich ist an kultureller Vielfalt. Und da kann man schon sagen, auch heute jetzt im Rückblick, war es besonders ein besonderer Wert dieser Studie, dass auch qualitative Elemente einen Bestand hatten in dieser Studie, einen großen Teil sogar, einen großen Anteil. Ja. Also ich denke auch, ein Mehrwert dieser Studie ist, dass wir neben dieser großflächigen Befragung oder größerflächigen Befragung auch einige Schulen vertieft besucht haben. Also wir sind eben an 5 Schulen gefahren in Forschungsteams und waren eine Woche vor Ort und haben zugeschaut, hingehört, haben an Proben teilgenommen, an Unterrichten, Ganztagsangeboten, haben mit den Beteiligten gesprochen, uns gestritten, Fragen gestellt. Ich denke, das ist, also und dadurch haben wir einfach noch ein tieferes Bild bekommen, also Tiefenbohrungen zu so einer Ebene auch. Und das, denke ich, ist schon ein großer Wert dieser Studie. Und man muss ja auch dazu sagen, zu dieser Zeit, also 2007 bis 2010, gab es ja eine Art Überforschung an den Schulen auch. Also die Schulen waren ja stark belastet von Fragebogenerhebungen und waren dann auch schnell der Meinung, ja, was bringt das? Und dann haben sie sich eigentlich auch gefreut, wenn man hinkam und Interesse gezeigt hat und mit ihnen gesprochen hat, zugehört hat, sich die künstlerischen Produkte ansehen konnte. Das ist ja
für uns interessant gewesen, aber ich glaube für die schulischen Akteure ja auch schön, dass sie ihre Schule zeigen konnten aus den verschiedenen Perspektiven. Du hast jetzt schon gesagt, also es waren 5 Schulen, die wir ja insgesamt genauer angeguckt haben. Wie groß war die Stichprobe in dem statistischen Bereich, in dem quantitativen Bereich? Also 29 Ganztagsschulen haben an der Befragung teilgenommen und die Rückläufe natürlich von den Fragebögen waren unterschiedlich. Also die Rückläufe der Schüler waren ganz gut, aber nicht alle Schulleitungen haben den Schulleiter-Fragebogen ausgefüllt. Und genau, aber insgesamt hatten wir dann doch, konnten wir doch über 1100 Schüler befragen, also Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Jahrgangsstufe, was ja schon ein, ja, schon nicht wenig ist. Vielleicht muss man das auch, wenn wir vom Stellenwert reden, auch nochmal so in Erinnerung rufen, der Bildungsbericht, der alle 2 Jahre von einem Expertengremium geschrieben wird, hat ja 2012 im letzten Jahr kulturelle Bildung an den Schulen nochmal zu einem Schwerpunktthema gemacht. Und die haben auch nochmal hervorgehoben, dass es im Grunde genommen keine richtige gute Bestandsaufnahme gibt in einem größeren und umfassenderen Sinne, also jetzt nicht nur an Ganztagsschulen, sondern an Schulen insgesamt, was kulturelle Bildung angeht, was künstlerische Bildung angeht. Das heißt, das, was da insgesamt fehlt, das ist immerhin für diesen kleineren Bereich der Ganztagsschulen durch die MUKO-Studie schon mal ansatzweise gemacht worden. Da gibt es sozusagen einen Baustein für so einen, für eine Bestandsaufnahme. Und zwar eben, ich fand dein Bild ganz schön, so als Tiefenbohrung und als, als Flächenerfassung in einem umfassenderen Sinne. Und das war ja auch, glaube ich, der Reiz, dass wir es dann auch so ein bisschen andocken konnten miteinander, ja, die Tiefenbohrung zu den flächendeckenden Ergebnissen. Was meinst du mit andocken? Na, wir haben ja sozusagen die Schulen für den Besuch ausgewählt aus einer Analyse der Schulleiterfragebögen und haben dort Kriterien uns erstellt, wonach wir dann zu diesen 5 Schulen gekommen sind. Das heißt, also da fand schon mal so eine erste Kopplung statt zwischen den 2 Teilen dieser Studie. Und dann haben wir späterhin immer wieder so Andock-Stationen geschaffen, um die Ergebnisse miteinander in Verbindung zu setzen. Also wenn es um Unterrichtsklima geht oder wenn es um den Lernertrag geht, um bestimmte Vielfalt an Angeboten, dann haben wir immer geschaut, was sagen eigentlich deine Daten dazu aus den Fragebögen und was sagen jetzt eigentlich die Originaltöne aus den Interviews dazu. Und das war schon ein Reiz. Wobei diese 5 Schulen ja nicht unbedingt Leuchtturmschulen waren. Nee. Also waren nicht sozusagen die 5 Schulen, die jetzt am tollsten waren, am bewegendsten, am originellsten. Nee, also es sollten ja gerade auch wirklich richtig gegensätzliche Fälle sein. Und da eben aus einer strukturstarken Region, aus einer strukturschwachen Region, mit einem starken musisch-kulturellen Angebot und vielleicht auch mit einem eher geringen Angebot. Also um da wirklich die Gegensätze anzuschauen. Wenn wir nochmal versuchen, so im Rückblick auf die Ergebnisse zu schauen, was sind denn eigentlich die besonderen Möglichkeiten, die sich geboten haben, dadurch, dass es den Ausbau als Ganztagsschulen wirklich gegeben hat? Also die besonderen Möglichkeiten sind wahrscheinlich die eröffneten Zeitfenster, die einfach das mehr Zeit, also mehr Zeit haben für bestimmte Dinge. Das ist jetzt in den Fragebogendaten nicht so ersichtlich, aber als wir in den Schulen waren, hat sich das schon ganz deutlich gezeigt, was überhaupt möglich ist. Ne? Also ja, einfach zu schauen, in was sie eigentlich anbieten können in den einzelnen Fächern. Und das hängt natürlich von ganz verschiedenen Faktoren auch ab. Also wie ich schon gesagt habe, von der Region, von dem, was man auch nutzen kann an Ressourcen in der Schule, außerhalb der Schule. Und wir haben einfach eine große Vielfalt gesehen. Also angefangen von wirklich groß angelegten Angeboten wie Orchesterklassen, Chorklassen, Bandklassen dort halt wirklich auch Angebote von Klassenunterricht, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht. Aber es gab natürlich auch die kleinen Angebote wie der Flötenkreis, das Morgensingen, das Kindermusical, die Trommel AG, die dann auch eher
gerade in den strukturschwachen Regionen häufig auch von Eltern gemacht wurden, einfach weil es an passenden Kooperationspartnern vielleicht gemangelt hat. Und also im Fach Kunst auch eine ganz große Vielfalt, ja, die angefangen von der Fotoarbeitsgruppe über die Töpfer-AG, die Bildhauer-AG, aber auch so kooperative Formen. Also wenn eben dann jemand sagt, wir brauchen hier für das Kindermusical, da bräuchten wir mal ein bisschen Bühnenbild, ein bisschen Requisite, dass dann die Kunst-AG gesagt hat, okay, wir helfen aus. Also das haben wir auch getroffen. Und natürlich im Darstellenspiel ganz häufig die Wahlpflichtkurse zum Darstellenspiel, die dann eben ihre eigenen Projekte gebracht haben auf die Bühne. Und ich glaube, die Möglichkeit ist einfach, dass sie ihre individuellen Sachen gemacht haben, so wie es halt gepasst hat. Also was haben wir für Interessen vor Ort, was haben wir für Möglichkeiten, für Räume, für Personen, die wir fragen können. Was aber auch manchmal ein Problem war, ja. Diese Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern. Also die meisten Schulen konnten halt nicht über langjährige Erfahrung mit Kooperationen irgendwie zurückgreifen. Und häufig wechseln auch Kooperationspartner dann nach einem Jahr. Und dann wirklich so ein Angebot zu etablieren, das braucht Zeit, ne? Und einfach die Qualität auch, also einen gewissen Qualitätsstandard zu erreichen, ist dann natürlich auch schwierig. Das war auch problematisch dann teilweise. Ne? Ja, auch also lange Anfahrtswege für die Kooperationspartner, wo sich das dann einfach nicht mehr gerechnet hat für die jeweiligen, das zu machen. Und ist denn Kooperation eins der Schlüsselwörter für das Gelingen von musisch-kultureller Bildung an Ganztagsschulen? Ja, also was ich, was mir nochmal so ins Gedächtnis gekommen ist, ist, dass wir den Fall ja hatten, dass, ich glaube, es war für Orchester, dass es keine Kooperationspartner gab, die angegeben haben, dass sie Orchester, also ein Orchester leiten, sondern solche Aufgaben wurden immer von Lehrkräften übernommen. Deswegen kann man eigentlich gar nicht sagen, es gibt musisch-kulturelle Angebote nur, wenn es Kooperationspartner gibt, sondern manchmal haben die Schulen das geschafft, die Lehrkräfte an den Schulen einfach solche Angebote zu etablieren. Ne? Ja, das kann man gar nicht so einheitlich fassen. Du hast vorhin das Stichwort Vielfalt gebracht. Und Vielfalt kann ja auch Beliebigkeit heißen. Also man macht irgendwas. Kannst du aus den, oder könnt ihr aus dem, was ihr in den Fragebögen und an den Fallschulen hattet, Beispiele dafür geben, was wird denn da gemacht? Also konkrete Beispiele. Und wonach richtet sich das? Also das einfach nochmal versuchen, ein bisschen zu konkretisieren. Also es wird halt dann nicht beliebig, um das mal aufzugreifen, wenn wirklich an diesem künstlerischen Ertrag dran geblieben wird. Also wenn es nicht so aktionistisch wird, sondern wenn man, und das kann man manchmal sehen, wenn man dabei ist. Also wie die Schüler da mitarbeiten im Theaterstück, wie sie dann selber strahlen. Und man merkt, ja, jetzt hatten sie irgendwie ein Erlebnis, was ein künstlerisches war. Und das hängt, denke ich, auch ganz stark mit den Persönlichkeiten zusammen, die Angebote durchführen. Also was da für ein Funke auch überspringen kann. Konkrete. Ich atme tief durch, ja. Weil wenn du so sagst, künstlerischer Ertrag, dann kann ich mir sofort Kollegien, Schulleiter, Eltern auch ganz besonders vorstellen, die sagen, das Leuchten in den Augen, den künstlerischen Ertrag, das ist doch nichts im Vergleich zu besseren Fremdsprachenkenntnissen und guten Abschneiden bei Vergleichsarbeiten oder im Zentralabitur oder so. Und da kann man solchen Menschen, die das ja auch aus einer berechtigten Sorge vielleicht heraus formulieren, sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Bereich gute Argumente sagen, warum sie sich nicht so Sorgen machen müssen? Also vielleicht aus den Befragungen geht schon hervor, dass Kinder, die an musisch-kulturellen Angeboten teilnehmen in der Ganztagsschule, über das Gefühl verfügen,
positiver sozial eingebunden zu sein. Also die Lehrer-Schüler-Beziehung ist bei diesen Kindern besser, die Schüler-Schüler-Beziehung, die Schüler-Betreuer-Beziehung, was ja auch eine neue Dimension ist, wenn Betreuer wirklich hinzukommen, das sind dann auch Kooperationspartner. Also insgesamt das Schulklima und Klassenklima wird besser wahrgenommen von den Kindern, die wirklich an diesen Ganztagsangeboten teilnehmen. Und das ist ja nebenbei auch eine Voraussetzung dafür, im kognitiven Bereich viel zu lernen. Genau, also Mozart macht schlau, dieser Spruch, die ist weit verbreitet. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Ding, aber es ist manchmal auch in den Köpfen der Eltern vielleicht ein Stück weit verwurzelt, also deswegen vielleicht auch besonders attraktiv für einige Eltern, für andere wiederum nicht, wie du auch eben schon gesagt hast. Was wir nicht sagen können aufgrund der Fragebogendaten ist, ob die Kinder an diesen Angeboten, an den Ganztagsangeboten teilnehmen, zum Beispiel an offenen Ganztagsschulen, wo sie sich ja frei entscheiden, weil sie gerne in der Schule sind und ein gutes Klassenklima haben, oder ob das andersrum ist, dass sich wirklich diese Ganztagsangebote auswirken auf die Wahrnehmung des Schulklimas. So. Aber da haben wir auch in Fallstudien schon, finde ich, ganz gute Hinweise dafür bekommen, dass es vielleicht doch wirklich so ist, dass die Kinder profitieren durch diese Ganztagsangebote. Ja, also das sind häufige Aussagen, dass die Kinder von sich aus sagen, bei uns in der Gruppe ist das irgendwie ein ganz tolles Miteinander geworden, dass die Eltern das auch wahrnehmen und sagen, ja, das ist eine ganz tolle Klasse geworden, dadurch, weil sie eben auf Probenfahrten gehen, weil sie gemeinsam an einem Stück arbeiten, es auf die Bühne bringen, sich auch mal was zutrauen müssen und dann eben auch den Applaus bekommen dafür. Also das, was bei Sonja so mit den standardisierten Erhebungsinstrumenten erfasst worden ist, konnten wir auch in der Interviewstudie ja sehen. Also dieser Lernertrag, der teilt sich bei uns auch in drei Dimensionen auf, dass man sagt, es gibt so einen fachlichen, einen sozialen, also dieses Miteinander und eben den persönlichkeitsbezogenen, also das, wo die Schüler sagen, hier, jetzt fühle ich mich stark, jetzt habe ich ein tolles Erlebnis für mich selber gehabt auch. Und das sind Dinge, wo unsere Studie Hinweise gibt, wo Sonja sagt, das können wir eigentlich nicht so genau erfassen, aber hier sehen wir eine Tendenz in der Wirkungsrichtung. Ich glaube, ich verstehe ganz gut, was sozialer Ertrag heißt, wie du das gerade genannt hast, und was persönlicher Ertrag heißt. Das ist ja in der Tat auch in ganz vielen Schülerinterviews zum Tragen gekommen. Was meinst du mit fachlichen Ertrag, wenn wir jetzt über diese künstlerischen, ästhetischen Fächer reden? Zum einen ist es so, das sagen die Schüler ja auch, sie erhalten aufgrund dieser Ganztagsstruktur die Möglichkeit, an Angeboten teilzunehmen, die sie unter Umständen sonst nicht bekommen hätten. Ein Zugang zu besonderen Angeboten wie Bildhauerkurse, ein Orchesterinstrument zu lernen, überhaupt in so einem Ensemble zu spielen, Akrobatikkurse zu machen, also ihre Fähigkeiten mal auszuprobieren und einfach erstmal in einem Bereich kennenzulernen, den sie unter Umständen ohne die Ganztagsschule nicht kennengelernt hätten. Und dann natürlich in der Zeit, das müsste man natürlich ganz anders verfolgen. Sie haben ja den Unterricht in den kleinen Gruppen. Das ist ja übrigens auch eine Besonderheit dieses musisch-kulturellen Bereichs, dass Sie Unterricht in kleinen Gruppen haben oder Einzelunterricht und auch im Plenum, also dass sich das so wechselt. Das ist ja eine besondere Intensität. Und dadurch natürlich auch ein Lernfortschritt passiert. Also Sie lernen Ihr Instrument spielen, erarbeiten sich Theaterrollen, sie gestalten künstlerische Artefakte, die sie ausstellen können. Es gibt Töpferscheiben an Schulen und so weiter. Also es gibt ganz klare fachliche Zugänge. Aber das heißt, fachlicher Ertrag ist nicht unbedingt sozusagen das gute Abschneiden bei großen Wettbewerben wie Jugend musiziert oder den Theatertreffen, damit unbedingt mit dem ersten Preis rauszugehen, sondern der Ertrag heißt auch schon, dass Kinder, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, überhaupt einen Zugang im künstlerischen Bereich kriegen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wesentliche Schiene. Ja. Ich denke, auf der anderen Seite wird man auch Schüler, die eine besondere Begabung haben, fördern können. Ja, dass sie dann weitergehen können. Also es ist beides, aber ich glaube, wesentlich ist auch wirklich dieser Zugang überhaupt. Es ist ja auch häufig billiger,
kostengünstiger in der Ganztagsschule an Angeboten teilzunehmen als im Vergleich an einer kommunalen Musikschule oder so. Ich gucke auch wesentlich. Ja, das ist natürlich ein heikler Bereich. Also heikel deshalb, weil zum Beispiel oft Kooperationspartner, die von außen kommen, also zum Beispiel in Universitätsstädten Musikstudenten, die dann an den Schulen unterrichten, in der Tat weniger Geld kriegen als ein ausgebildeter Instrumentalpädagoge, der von der Musikschule kommt und der sozialversichert ist. Da muss ich tief durchatmen, weil es einfach natürlich fatal wäre, wenn diese Ausweitung von, ich sag mal, kultureller Teilhabe auf Kosten von angemessen bezahlten Arbeitsplätzen ginge. Ja. Und wenn wir schon darüber reden, über soziale Kategorien, dann würde mich interessieren, ich habe vage in Erinnerung, dass du gesagt hast, es gibt Hinweise über die Teilnehmer von künstlerischen Angeboten an Schulen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Also wir haben die Schüler ja in den Fragebögen gefragt, was sie in ihrer Freizeit tun und genau und an welchen Angeboten sie in der Ganztagsschule teilnehmen. Und in der Freizeit war es tatsächlich so, dass Kinder beispielsweise mit Migrationshintergrund, Schüler mit Migrationshintergrund eher unstrukturierte Freizeitangebote nutzen. Also sie treffen sich mit Freunden, bummeln, genau. Solche Angebote stehen da im Vordergrund, wohingegen das bei Kindern jetzt ohne Migrationshintergrund, das ist jetzt vielleicht nicht jetzt eine komplett abdeckende Kategorie, aber es ist jetzt nur ein Beispiel, häufiger auf strukturierte Freizeitangebote zurückgreift. Also in Musikschulen oder Sportvereinen. In Musikschulen, Instrument lernen, genau, in Sportvereinen, genau. Und dieser Unterschied ist signifikant, also wirklich statistisch auch bedeutsam. Und das ist aber für die Ganztagsschulangebote kann man das überhaupt nicht beobachten. Also an den Angeboten, auch wenn sie freiwillig sind, nehmen gleichermaßen Kinder mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, jungen Mädchen und genau, alle Kinder quer durch alle Schichten und genau, alle Kinder gleichermaßen teil. Und das ist ja auch schon eine Aussage, so dass Ganztagsangebote wirklich mehr Bildung für alle wirklich bereitstellen, in diesem Bereich zumindest und so, wie wir es in unseren Daten sehen konnten. Genau. Das wäre ja dann ein bedeutsamer Baustein in dem, was gerade eben ganz oft thematisiert wird. Also auch da wieder der Bildungsbericht vom letzten Jahr, der eben einfach schon mal 2 Jahre weiter war, hat das ja sehr stark thematisiert, wer profitiert eigentlich von kulturellen Angeboten und das, was wir an sozialer Ungleichheit im Augenblick im Schulsystem allgemein beobachten, gilt für das Schulsystem insgesamt genauso. Und möglicherweise sind Ganztagsschulen ein, vielleicht kleiner, aber ein Korrekturmechanismus, um kulturelle Bildung mehr Kindern zukommen zu lassen. Jetzt hast du gesagt, Jungen und Mädchen. Eigentlich sind ja die künstlerischen Fächer eine Mädchendomäne. Tatsächlich, also da ist es auch so in der Freizeit, beschäftigen sich signifikant mehr Mädchen mit musikalischen und künstlerischen Aktivitäten. Malen zum Beispiel, das ist was die Jungen fast gar nicht angeben, dass das halt in ihrer Freizeit tun. Und genau, und diese Ungleichverteilung, oder ja, die ist halt aufgehoben dann, wenn man sich die Ganztagsschulangebote anguckt oder die Teilnahme an Ganztagsschulangeboten. Genau. Ich fand interessant vorhin die Äußerung, es entsteht an den Ganztagsschulen mehr Zeit für ästhetische Bildung, für künstlerische Bildung. Warum ist mehr Zeit so ein großes Thema? Naja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der schulische Druck
zugenommen hat in den letzten Jahren, auf die Schüler vor allem, also die Umwandlung G9, G8, also die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von 9 auf 8 Jahre, Vergleichsarbeiten, Zentralabitur, immer wieder diese Erhebungen. Das ist ein unglaublicher Druck, der auf die Schüler kommt, aber auch auf die Lehrer, also auf die Beteiligten allesamt. Und du sagtest das ja vorhin auch schon mal. Liegt es eigentlich nicht nahe, dann zu sagen, ich verzichte auf die Zusatzangebote, lerne lieber für die Schule? Mhm. Und das, was, glaube ich, deutlich geworden ist, ist, dass dieses Zeit haben dafür irgendwie, wie sagte vorhin jemand, den Kopf frei macht, ja? Um dann auch wieder sich für die Schule zu interessieren, zu konzentrieren. Also, und dieses mehr Zeit haben, dafür auch nicht nur den Druck zu haben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ist eigentlich an uns, also ich kann jetzt vor allem von den besuchten Schulen sprechen, auch immer wieder thematisiert worden. Und ich weiß nicht, wie du das erlebt von hast. Wem ist das thematisiert? Von den Schülern ist das auf jeden Fall thematisiert worden. Und es ist immer ja in so einem Spannungsfeld, ne, zu sagen, mache ich jetzt das Angebot oder gehe ich doch lieber in die Hausaufgabenbetreuung oder in sonst wieso. Aber auf jeden Fall die Möglichkeit zu haben. Und das funktioniert natürlich an gebundenen Ganztagsschulen noch besser, weil dann gibt es die Zeitfenster sowieso aufgrund der Ganztagsstruktur als an offenen Ganztagsschulen. Mhm. Das haben wir ja schon auch festgestellt, ne? Die Unterschiede in den Ganztagsschulformen, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Aber wie siehst du das mit der Zeit? Na, ich finde, es gibt einen ganz widersprüchlichen Befund auf einer anderen Ebene. Wenn man guckt, so das Elternwahlverhalten von Schulen, also an welche Schulen wollen die Eltern nach der Grundschule ihre Kinder geben, dann gibt es da genau diesen Widerspruch, den ich auch nicht wirklich auflösen kann. Also einerseits sagen die Eltern, der Druck ist so hoch und es gibt einen Zulauf in Niedersachsen zum Beispiel, einen massiven Zulauf an Gesamtschulen, der auch damit zu tun hat, dass da die verkürzte Schulzeit G8 nicht eingeführt worden ist, sondern das Abitur nach 13 Jahren in der Regel abgelegt wird. Also einerseits wollen die Eltern mehr Zeit und andererseits machen sie auch diesen Druck. Mhm. Wollen, dass ihre Kinder möglichst gute Startchancen haben, auch gerade im Vergleich zu anderen Kindern. Und ich kriege diesen Widerspruch nicht wirklich aufgelöst. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Teil der besonderen Atmosphäre auch an Schulen, die so einen künstlerischen, ästhetischen Schwerpunkt haben, darin liegt, dass die diesen Widerspruch aufgreifen und sagen, uns ist das wichtig und wir wollen da was machen. Und das in dem Augenblick, wo die Kinder durch die Initiative der Schule und durch die interessanten Angebote und Ergebnisse der Schule, in dem Augenblick, wo die Kinder sich da entwickeln, Eltern dann auch feststellen, ja, das ist toll. Es braucht natürlich wirklich einfach die Unterstützung dann auch, ne? Und umfassende Unterstützung. Also wenn man viel für die Schule hat, Zeit aufbringen muss, dann noch viel Zeit für diese zusätzlichen Dinge, dann braucht es einfach auch die Unterstützung von der Schulleitung, die dann mal sagt, ja, und ihr seid jetzt mal hier freigestellt für Extraproben. Es braucht die Unterstützung von den Eltern, die dann sagen, ja, okay, wir fahren euch jetzt noch mal da und dorthin oder wir kommen und oder irgendwie so. Mhm. Es braucht unglaublich viel Engagement von den Lehrern, von den Kooperationspartnern, die auch mehr Zeit in der Schule verbringen über ihre Gebühr sozusagen und natürlich von den Schülern ja auch viel Feuer für die Sache irgendwie. Ja, ich finde, man kann aber auch, wir reden gerade die ganze Zeit über qualitativ hochwertige Angebote. Mehr Zeit ist auch nicht immer ein Geschenk, wenn die Angebote wirklich schlecht sind. Also wenn die Kinder das Gefühl haben, sie werden nur verwahrt oder nur beschäftigt, ohne Sinn. Also ich finde, das ist einfach auch die Stärke von Musik, also musisch-kulturellen Angeboten. Das, was wir eben schon sagten, dass es einen Lernertrag gibt aus Sicht der Kinder und einen sozialen Nutzen. Und das haben wir auch in den Fragebögen gesehen, dass die Kinder, die an
die an Ganztagsangeboten beispielsweise im Orchester waren oder am Chor teilgenommen haben, haben beides gleichermaßen gesagt. Die haben gesagt, ja, ich habe einen sozialen Nutzen, wenn ich an diesen Angeboten teilnehme und einen Lernertrag. Für andere Angebote gilt das nicht, also haben die Kinder das nicht so angegeben. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf haben muss. Mehr Zeit ist nur dann ein Geschenk, wenn auch die Angebote wirklich sinnstiftend und zielführend irgendwie auch sind. Und wir haben ja auch ganz viele tolle Schulen, also überhaupt tolle Angebote gesehen an Schulen, die wirklich auch ein Ziel dann hatten, wenn es eine Aufführung war, irgendwie am Ende des Schuljahres oder Sonstiges. Und die sich damit auch natürlich darüber hinaus sogar noch in ihrem in der Region überhaupt erstmal auch darstellen konnten und ihr Profil. Und das ist für Musik, Kunst und darstellendes Spiel ja das Besondere, dass das halt so hervorsticht, finde ich. Aber da fallen mir zwei im Grunde genommen offene Fragen ein. Die eine ist, wie kriegen Schulen das hin, für sich an einen Punkt zu kommen, wo es so ein strukturiertes, hochqualitatives Angebot gibt? Dazu hast du, glaube ich, Erkenntnisse gesammelt. Und der zweite Punkt wäre, und da haben wir, würde ich heute im Rückblick sagen, bis 2010 noch nicht so richtig systematisch suchen können, was macht eigentlich die Qualität dieser Angebote aus und wie viele richtig gute und wie viele richtig schlechte Angebote gibt es an den Schulen? Aber vielleicht kannst du erstmal zu dem ersten Punkt was sagen. Also wie kommen Schulen an den Punkt, dass sie so ein interessantes, attraktives Angebot entwickeln? Naja, diese Angebote in dem künstlerischen Bereich, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie häufig in kleinen Gruppen sind und dass man da intensiver arbeiten kann. Aber die kleine Gruppe alleine macht es ja auch noch nicht. Wenn ich einen schlechten Lehrer habe, der mit 5 Kindern arbeitet, wird der Unterricht per se ja nicht besser. Das ist richtig. Aber Sie haben auf jeden Fall das. Sie haben einen Unterricht in Großgruppen. Und Sie arbeiten meistens auch auf eine Aufführung hin. Also am Ende steht etwas. Es ist ein Konzert oder eine Ausstellung oder eine Skulptur. Etwas, was man anschauen, anfassen, anhören kann. Und das hat eine unglaubliche Zugkraft. Dadurch, dass natürlich dann auch jeder weiß, das muss irgendwie gut werden, um es zeigen zu können. Das, denke ich, ist schon mal so eins, was aus dem Fach herauskommt. Gibt es da so einen Selbstverständigungsprozess der Lehrerinnen und Lehrer untereinander? In dem Sinne, dass sie sagen, wir wissen und haben gemeinsames Verständnis davon, was wir erreichen wollen? Puh. Also mir fallen Schulen ein, bei denen das so war, die sozusagen so ein Programm entwickelt haben für künstlerische Bildung, gerade auch in schwierigen Umfeld, wo viele das unterstützt haben. Aber ich weiß nicht, wie oft das der Fall war. Also ob man sagen kann, Schulen, die in dem Bereich stark sind, haben ein gemeinsames pädagogisches Ethos. So rum wahrscheinlich eher. Also die Schulen, die in dem Bereich stark sind, haben dieses gemeinsame Ethos, würde ich sagen. Da, wo es nicht ist oder wo auch Kommunikation nicht so gut funktioniert untereinander, Absprachen, kannst du mal helfen, kannst du hier, können wir hier was zusammen machen, dann funktioniert es einfach auch nicht so gut. Dann sind auch außerschulische Partner nicht so gut eingebunden, wenn die Kommunikation nicht funktioniert. Und dann verstetigt sich das, also dann... oder eben nicht. Ne? Ja. Ja, also ich glaube, ja, wo die Basis klar ist, das wollen wir gemeinsam haben. Und es steht eben am Ende des Schuljahres traditionell dieses und jenes. Dann ist der Bereich auch in sich stark. So ist, glaube ich, meine Wahrnehmung auch gewesen. Und natürlich, also du hattest das vorhin auch angerissen, also die Schule wird, sie öffnet sich ja auch nach außen in die Region dadurch. Die Schule hat ja auch Chancen mit dem Fachbereich. Ist ja auch so eine Besonderheit. Man sieht es eben, was da entsteht, oder man hört es. Und dadurch kann die Schule sich nach außen öffnen. Im Sinne, sie wird wahrgenommen in der Kommune. Ja, genau, vielleicht auch auch selbst als kulturelle Instanz in einigen Regionen.
Ja, das ist auch was, was man sich einfach auf die Internetseite schreiben kann. Also irgendein Schulkonzert, Werbung dafür machen. Und das ist dann Werbung in dem Sinne erst einmal für das Schulkonzert. Aber im Großen und Ganzen ist es Werbung für die Schule. Und heutzutage ist es so, Schulen, auch wenn man das nicht, vielleicht nicht immer gerne hört, aber Schulen befinden sich im Wettbewerb um Schülerzahlen, um Anmeldezahlen. Gerade in ländlichen Gebieten schließen immer mehr Schulen durch den demografischen Wandel. Es gibt weniger Schüler. Und die Schulen, ja, die bemühen sich um Schülerzahlen. Und das ist etwas, was, ja, was eine Zugkraft, hast du eben gesagt, was eine Zugkraft irgendwie bindet. Also es gibt wirklich dann, wenn tolle Angebote, tolle Aktivitäten angeboten werden, Konzerte, ja, aber auch künstlerisch vielleicht Ausstellungen angeboten werden an den Schulen, dann kommen die Eltern mit ihren Kindern, die vielleicht irgendwann mal Schüler werden, kommen an diese Schulen. Aber man muss natürlich auch sehen, eine Schule hat es auch schwer. Also wenn es keine Ressourcen gibt, finanzieller Art, kein personeller Art, dann steht Schule vor ganz großen Herausforderungen. Also dann sind musisch-kulturelle Angebote auch nicht immer von besonderer Qualität, wenn keine Instrumente da sind, wenn kein Geld da ist, etwas anzuschaffen. Oder Material muss da sein. Also das sind ja auch wirklich kostenintensive Angebote. Und wenn das nicht da ist, dann kann das auch mal zu schlechten Angeboten oder zu uninteressanten Angeboten kommen. Also das haben wir ja auch gesehen. Und dann liegt das nicht unbedingt an dem Lehrer, sondern eben auch mal an der Ausstattung. Und da ist auch die Schule oder der Bildungsträger oder Schulträger in der Pflicht. Wenn er da sich etwas auf die Fahne schreiben will, dann muss er auch was mitgeben. Sonst, man kann das ja nicht nur von den Lehrern immer verlangen, dass sie da machen und tun. Oder von den Eltern, die ja sehr engagiert sind. Und an der Stelle ist natürlich die Grundfinanzierung des Schulsystems dann ein Problem. Ja. Also wenn der Schulträger, das sind die Kommunen, das wertschätzt, aus welchen Gründen auch immer, dann haben die Schulen da bessere Möglichkeiten. Es war ja auch bei dem Programm, was am Anfang dieser ganzen Ganztagsschulentwicklung stand, ein wichtiger Knackpunkt sozusagen, der erste Knackpunkt war, darf der Bund überhaupt kommunale Bildung fördern oder die ja eigentlich Sache der Länder ist. Und darum hat es ja Auseinandersetzungen gegeben. Baden-Württemberg hat gesagt, wir wollen das gar nicht aus grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Beweggründen. Und die Schulen haben dann in die Grundausstattung investieren können durch diese Initiative des Bundes, aber nicht in die dauerhafte Unterrichtsbereitstellung, in die Unterrichtsressourcen oder in die bessere Bezahlung besserer Lehrkräfte oder qualifizierterer Lehrkräfte. Da ist sicherlich so ein schwieriger Punkt. Das würde mich eben doch dann auch mal dazu bringen, wie lässt sich denn die Qualität der Angebote beschreiben? Gibt es da ein Forschungsdesiderat oder ist das so, dass man sagen kann, so weit sind wir im Augenblick noch nicht? Also für die quantitative Forschung, also Datenanalyse, kann man eigentlich sagen, um wirklich Effekte, also wirklich Auswirkungen von beispielsweise Instrumentalunterricht auf kognitive Fähigkeiten, Intelligenz, diese Forschungsfrage existiert ja tatsächlich. Um das untersuchen zu können, bräuchte man wirklich systematische Stichproben, also Schüler, die dasselbe machen an sämtlichen Schulen, Schulformen, also irgendwas ganz Systematisches und Strukturiertes. Und da die Schulen aber so vielfältig sind und ihre eigenen Päckchen zu tragen haben, sei es, weil sie halt wenig Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können, oder weil sie halt vielleicht irgendwie von dem Einzugsgebiet eher benachteiligt sind und so weiter. Deswegen ist es halt einfach schwierig, eine Fragebogenstudie durchzuführen, die wirklich untersucht, ob Angebote qualitativ hochwertig sind, welche das sind, wie man dazu kommt und vor allen Dingen welche Auswirkungen das auf Schülerebene, auf bestimmte Schülermerkmale hat. Also das ist schwierig. Da sehe ich im Moment noch wirklich die Herausforderung, dass das ist im Moment nicht zu leisten einfach. Sind denn Einzelfallstudien, qualitative Studien an der Stelle weiter?
Naja, ich glaube, momentan versucht man ja so ein bisschen über diese Videoforschung auch zu gehen. Dass man auch Unterricht sich nochmal auf eine andere Art und Weise, also nicht nur fragt, sondern auch wirklich mit dem Videomaterial sich da nochmal einen Zugriff schafft und mit Videoanalyse versucht, sich Qualitätskriterien zu nähern. Was wir damals in unserer Studie nicht machen was konnten. Was wir nicht machen konnten, genau. Und wir haben halt so Unterricht beobachtet, aber das ist ja eine ganz andere Sache als Videoforschung. Und man versucht, bestimmte Dinge müsste man operationalisieren, um sie dann, um dann darauf zugreifen zu können, auf Qualitätskriterien. Es gibt natürlich Aspekte oder Instrumente, die Richtung Klassenmanagement und Unterrichtsqualitätsforschung gehen. Aktive Lernzeit ist ja so ein Punkt, den man immer wieder versucht herauszugreifen. Ich glaube, da müsste man Designs finden, die das auch koppeln. Also mit noch Interviews mit Schülern, Selbstwahrnehmung, auch Lehrerinterviews dazu und Videoforschung, dass man diese Daten triangulieren, also verknüpfen könnte. Aber wenn du sagst, müsste und könnte, dann heißt das auch, dass wir da im Augenblick aber noch nicht wirklich einen Überblick haben über die Qualität von diesen Unterrichtsangeboten im ästhetischen Bereich. Ja, es ist schwer, weil eben dieses Ästhetische auch schwer zu fassen ist. Es ist eben was Besonderes.